Dualität spielt in der Mythologie vieler Kulturen eine große Rolle. Paare von Tag und Nacht und von Gut und Böse oder von Ordnung und Chaos werden oft durch Götter und Figuren verkörpert. Auch in den slawischen Mythen findet sich so ein dualistisches Paar von Göttern. Tschernobok, der schwarze Gott, und Belobok, der weiße Gott. Zumindest werden sie heute oft so gesehen und vermutet. Und damit willkommen zu einem neuen Video zu Mythologie, Literatur und Geschichte und zur slawischen Mythologie. Für viele Götter der slawischen Mythen haben wir kaum Quellen. Und fast alle werden nur am Rande von Chroniken und ähnlichen historischen Texten erwähnt. Und tatsächliche Mythen über diese Götter sind uns gar keine überliefert. Aber für manche Götter sind selbst die historischen Quellen nur wenige und dünn. Und obwohl sie heute ziemlich bekannt und auch im modernen neuheidnischen Glauben recht beliebt sind, gehören gerade die beiden Götter Tschernobok und Belobok eben in diese letztere Kategorie. Von diesen beiden wird kaum etwas historisch berichtet. Tschernobok wird so nur in einer Handvoll von Texten erwähnt und sein Gegenstück Belobok noch weniger. So wenig sogar, dass es vermutet wird, dass Belobok als Gegenstück sogar nur ein Phantomgott ist. Eine relativ späte Konstruktion, ein fiktiver Gott, den es vielleicht so in der heidnischen slawischen Kultur gar nicht gegeben hat. Und neben den Hintergrund und die Geschichte dieser beiden Götter und ob es sie nun gab oder nicht, werden wir in diesem Video erkunden. In der modernen Wahrnehmung erscheinen Tschernobok und Belobok als ein eng verbundenes Paar von Göttern, die Gegenteile zueinander bilden. Sie sind westslawische Götter und während Tschernobok die Dunkelheit, die Nacht und alles Böse verkörpert, steht Belobok für das Licht, den Tag und alles Gute. Tschernobok beherrscht damit die Nacht und all ihre Schrecken. Er führt Teufel, Dämonen und alle Arten von bösen Geistern an. Auch steht er für Krankheit, Albträume, Hungersnot und den Tod. Alles Unglück und jedes schlimme Schicksal kommen von ihm und sein Name bedeutet wörtlich einfach nur der schwarze Gott. Mit dem Aufgang der Sonne aber soll seine Macht vergehen und Belobok, der weiße Gott und Herr des Tages, herrscht ab dann, so lange bis die Nacht von Tschernobok wiederkehrt. Belobok sorgt für alles Gute und für das gute Glück in der Welt und schenkt den Menschen gutes Geschick und ein gutes Schicksal. Diese beiden Götter bilden damit ein starkes dualistisches Paar. Eines von Gut und Böse und von Tag und Nacht. Zum Teil werden sie dabei sogar heute als Brüder charakterisiert, die zusammengehören und weniger als Feinde. Eine andere moderne Entwicklung in einigen neuheidnischen Strömungen ist es dann sogar, dass Tschernobok und Belobok sogar an der Schöpfung der Menschheit beteiligt gewesen sein sollen. So soll Tschernobok den Körper des Menschen gemacht haben, während Belobok die Seele erschuf. Auf diese Weise soll sich auch die Dualität der beiden im Menschen widerspiegeln. Andere Perspektiven dagegen sehen die beiden Götter heute als eher feindlich. Symbolisch für den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse und den ewigen Wechsel von Tag und Nacht. Aber was wissen wir wirklich zu Tschernobok und Belobok? Welche historischen Quellen gibt es zu ihnen und ihren Mythen und ihrem Kult? Und sind diese wirklich verlässlich oder gab es diese Götter am Ende doch nicht? Die erste Erwähnung von Tschernobok findet sich im 12. Jahrhundert. So zählt der sächsische Chronist und Mönch Helmold von Bosau für die in Mecklenburg und Pommern lebenden Slawen 6 wichtige Götter auf, unter denen auch Tschernobok, der schwarze Gott, genannt wird. In der Chronica Slavorum beschreibt Helmold dann weiter, dass die Slawen in jenen Regionen bei ihren Festen eine Trinkschale umherreichen und über diese Trinksprüche sagen. Und das taten sie im Namen von 2 Göttern besonders. Im Namen des guten Gottes und im Namen des schlechten Gottes. Alles an gutem Schicksal und Glück wird durch den guten Gott bestimmt und alles Unglück und schlechtes Schicksal durch den schlechten Gott. Und der wird daher in ihrer Sprache Teufel genannt, also Tschernobok, was schwarzer Gott bedeutet. Tschernobok wird damit hier namentlich genannt und sogar im Rahmen eines spezifischen Rituals. Belobok aber taucht hier nicht namentlich auf. Und tatsächlich ist es eher eine relativ freie Annahme, dass er hier mit dem guten Gott gemeint sein soll.
Denn namentlich genannt wird er eigentlich erst viel später in anderen Quellen, die generell auch als eher unzuverlässig gelten. Tschernobok unterdessen wird als nächstes erst 1530 wieder erwähnt, durch den ebenfalls sächsischen Mönch Johannes Lindner, in dessen Sammlung über Geschichten und Geografie und mehr. Er sammelte seine Informationen aber nur aus älteren schriftlichen Quellen und Klostergeschichten und scheint selbst diese nicht besonders gut wiedergegeben zu haben. Bereits Gelehrte, die kurz nach seiner Zeit lebten, verwarfen seine Werke als völlig unzuverlässig, weil er keinerlei Kritik an seinen Quellen zeigte und einfach alles nutzte und zusammenwarf, ohne irgendetwas zu hinterfragen und damit auch viele fiktive Geschichten einbaute. Aber schon 1538 findet sich in der Pommerschen Geschichte von Thomas Kantzow eine weitere Beschreibung. Und in dieser kommt auch Belobok zum ersten Mal vor. Kantzow schreibt so, dass einst die heidnischen Slawen von Pommern viele Götter hatten, zwei aber besonders verehrten. Der eine wurde Belobok, der weiße Gott genannt, und diesen hielten sie für den guten Gott. Und der andere wurde Tschernobok, der schwarze Gott genannt, den sie für den Gott hielten, der allen Schaden verursacht. Daher sollen sie Belobok angebetet haben, damit er Gutes bringt, und Tschernobok sollen sie geopfert haben, um ihn zufriedenzustellen, damit er ihnen keinen Schaden bringt. Auch beschreibt Kantzow weiter, dass man Tschernobok Blut und Menschen opfern musste, da ihn nur der Tod und das Blut der Menschen interessierte. Eine weitere Erwähnung aus dem 16. Jahrhundert findet sich schließlich noch mit der Cosmographiae Universalis von Sebastian Münster aus dem Jahr 1550. Er beschreibt ein slawisches Erntedankritual und dass die heidnischen Slawen zwei Götter, Belobok und Tschernobok, kannten, einen guten und einen bösen Gott, wie Gott und Satan. Das aber bezeichnet er zugleich auch als eine vermutlich fehlerhafte Annahme. Und die letzte Erwähnung von Tschernobok folgt dann noch viel später mit der Pommerschen Kirchenchronik des Jesuiten Daniel Kramer aus 1628, der in Verbindung mit der Gründungsgeschichte des Klosters Belbok meint, dass das Kloster so genannt worden sei, weil die nicht-slawischen Gründer mit dem Namen Belbok, der weiße Gott, zeigen wollten, dass sie keinen Tschernobok anbeteten und den schwarzen Gott, der dort einen Kult gehabt haben soll, nicht anerkannten. Der weiße Gott in diesem Zusammenhang, auch wenn er natürlich hier Belobok heißen würde, ist damit recht klar der christliche Gott, womit Belobok als slawischer Gott in dieser Quelle nicht genannt und nicht gemeint wird. Und schließlich haben wir noch eine letzte Erwähnung aus dem 17. Jahrhundert durch Michael Frenzel, der traditionelle sorbische Götter auflistet und dabei auch Tschernobok nennt. Er basierte diese Aufzählung aber vermutlich recht direkt auf den älteren Quellen, die wir bereits gesehen haben. Damit bietet er keine wirklich neuen Informationen und er nennt auch nur Tschernobok, während Belobok hier erneut fehlt. Alles in allem sind die Erwähnungen von Tschernobok damit schon wenig und für Belobok noch weniger. Von den meisten Forschern wird sogar nur die Stelle aus der Helmholtz-Chronik als überhaupt verlässlich gesehen. Und damit wird es sogar nur wirklich eine einzige verlässliche Quelle zu Tschernobok geben. Und keine der Quellen, selbst wenn man sie alle als verlässlich nehmen würde, sagt wirklich viel Neues über die beiden Götter aus. Sie alle beschreiben sie mehr oder weniger gleichermaßen als den guten und den bösen Gott. Da diese Situation und Quellenlage aber eben für viele Aspekte der slawischen Mythologie gilt, ist es eine häufige Strategie von Forschern, nach Spuren der Mythen und Götter in späteren Volkssagen zu suchen. Nach Helden, Heiligen und ähnlichen Figuren, die Aspekte der Götter und deren Mythen übernommen haben könnten. Aber auch hier findet sich zu diesen beiden praktisch gar nichts. Tschernobok könnte höchstens noch das Bild einiger späterer Teufelsfiguren inspiriert haben. Aber es findet sich kein großer Teufel, der auf ihn passen würde. Während sich für Belobok in den späteren Volkssagen eigentlich gar keine Spuren finden. In dieser Situation von so wenigen historischen Quellen und einem solchen Mangel an Spuren in Volkssagen und späteren Märchen wird nun zum Teil sogar die Existenz von Tschernobok, aber vor allem von Belobok, durch viele Forscher angezweifelt. Für Tschernobok aber gibt es zumindest eine verlässliche gute Quelle, weshalb es einigermaßen wahrscheinlich ist, wenn nicht sogar sicher,
dass es diesen schwarzen Gott wirklich gab. Aber Tschernobok war vermutlich recht sicher kein Gott, der im gesamten Bereich der slawischen Kultur bekannt war und verehrt wurde, sondern er war vermutlich nur ein lokaler Gott in Pommern und Mecklenburg. Für Belobok unterdessen wird häufig angenommen, dass es diesen Gott eigentlich gar nicht wirklich in der heidnischen Kultur gegeben hatte und er mehr oder weniger eine Erfindung von späteren Gelehrten ist, um ein Gegenstück zu Tschernobok, dem schwarzen und bösen Gott, zu haben. In der älteren Forschung war das vor allem die Meinung, weil relativ lange die Chronik Historia Kaminiensis aus dem 17. Jahrhundert als die erste Erwähnung von Belobok galt. Und diese nur eine Abänderung der Beschreibung von Helmold ist, aber den Namen Belobok einfach einfügt. Mit der Entdeckung der beiden älteren Erwähnungen durch Kantzau und Münster aber ändert sich dieses Bild, zumindest zum Teil. Denn auch bei diesen beiden ist es unklar, woher sie die Figur und den Namen Belobok hatten. Es gibt keine älteren und primären Quellen und keinen Hinweis darauf, dass es diese Figur wirklich gegeben hat. Und so kommen die meisten Forscher zu dem Schluss, dass dieser Gott, Belobok der weiße Gott, nur eine Konstruktion der Gelehrten als Gegenstück zu Tschernobok war, der ja auch viel öfter und vor allem auch allein aufgeführt wird. Für Tschernobok werden in Quellen wie Helmold oder bei Kramer auch ein Kult und Rituale erwähnt oder zumindest angedeutet. Aber für Belobok allein findet sich so etwas nie. Und so zeigt sich das Bild, dass Tschernobok ein tatsächlicher slawischer Gott von Pommern und Mecklenburg war, während Belobok erst Jahrhunderte später von christlichen Chronisten, Mönchen und Gelehrten diesem zur Seite gestellt wurde, die ja häufig auch im Bild Gut gegen Böse und Gott gegen Teufel dachten. Damit wäre auch diese starke dualistische Vorstellung eine grundlegend christliche und eine, die eben Belobok, den weißen Gott, erzeugte. Natürlich aber ist da noch der gute Gott, den Helmold erwähnt. Aber vermutlich ist hier eben ein anderer bekannter Gott aus seiner Liste der slawischen Götter von Mecklenburg und Pommern gemeint. Und zwar recht sicher den Gott Svetovit, den er als obersten Gott und eben als sehr guten und heiligen Gott der Slawen dort beschreibt. Aber dennoch, auch wenn Belobok nur das Konstrukt späterer christlicher Autoren ist, ist er heute weithin bekannt und fand auch seinen Weg in die Bücher vieler slawischer Mythenforscher und auch in viele populäre Werke. Und auch wenn nur einer der beiden ein tatsächlicher heidnischer Gott war, ist das Bild von Tschernobok und Belobok, des bösen schwarzen und des guten weißen Gottes mit ihren dualistischen Zügen, am Ende einfach sehr passend und faszinierend. Es wurde dadurch mehr und mehr aufgegriffen und verwandelte sich dadurch praktisch in ein fast schon reales Stück Mythologie. Denn dazu muss Belobok ja nicht zwingend aus der heidnischen Zeit stammen. Auch wenn er eine späte Konstruktion ist, wird seine Figur heute von vielen, vor allem von neuheidnischen Gruppen, als völlig real gesehen. Ebenso wie auch Tschernobok, der tatsächlich einst ein düsterer slawischer Gott war. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur slawischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema weiterer Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube, bis nächstes Mal zu einem weiteren Video zu Mythologie, Literatur und Geschichte.